begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rezension und einen Neuzugang für euch. Jetzt fangen wir mal mit der Rezension mal an. Und zwar ist es dieses Buch hier von, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, muss ich so halten, von Mara Wolf, Sister of the Stars. Ich weiß nicht, ob einige von euch das Buch schon gelesen haben oder schon mal davon gehört haben. Also es ist der erste Band einer Trilogie. Also es wird quasi noch zwei weitere Bücher geben. Und ja, jetzt würde ich euch gerne mal ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar spielt dieses Buch jetzt in Frankreich in der Bretagne. Die Bretagne beschreibt die Autorin als sehr viel Wald gibt es da. Es ist sehr mystisch und sehr magisch, wie es die Autorin im Buch schön beschreibt. Und es geht um Vianne. Vianne ist eine junge Hexe, die beim Schwimmen von einem Sylphie gebissen wird und dadurch ihre Hexenkräfte verliert. Sie geht dann nach England, nach Glastonbury, in eine Abtei, wo sehr, sehr heilkundige Mönche und Schwestern leben, beziehungsweise auch Magier, die sich auf seltene Krankheiten spezialisiert haben. Und da geht sie eben hin und wird dann eben wieder gesund und hat aber dann leider keine Hexenkräfte, also keinerlei Magie mehr. Ja, und sie geht da wieder zurück mit ihren zwei Schwestern nach Frankreich wieder zurück, nach Hause, in ihr Haus, das schon seit Generationen schon von der Familie schon bewohnt wird. Sie sind nur noch zu dritt, die drei. Aber meistens ist es eigentlich ganz gut, finde ich jetzt, also wo sie wieder nach Hause kommen. Da trifft sie halt auch wieder auf ihren Ex-Freund quasi, auf Ezra Toskerville. Der ist jetzt mittlerweile Großmeister der Loge geworden. Also die Loge ist eine Art, sagen wir mal, Gremium oder Gemeinschaft, die halt eben die magische Welt ein bisschen überwacht. Das heißt, wenn da jemand gegen die Regeln verstößt oder irgendwas macht, was nicht gut ist, dann wird der oder diejenige eben bei der Loge dann zur Rechenschaft gezogen und dann eben je nachdem bestraft oder verurteilt, je nachdem. Also. Ja, das erste Aufeinandertreffen verläuft jetzt gar nicht so, wie sie sich das eigentlich gewünscht hat. Also er hat sie wirklich immer wieder ignoriert. Sie hat Briefe geschrieben, sie hat ihn versucht anzurufen, aber er hat überhaupt nicht reagiert. Und leider verfolgt er eigene Pläne, weil eigentlich das Ziel ist, von Vianne und den anderen Hexern und Magiern, dass Ezra als Großmeister einen Pakt mit einem Dämonen, mit den Dämonen schließt. Weil die Dämonen versuchen schon nach Frankreich oder beziehungsweise in die Welt einzudringen. Da gibt es so eine Art Schutzmauer oder Quelle, oder wie man das nennt. Und durch diese Barriere kommen jetzt eben einige der Dämonen. Und um das eben zu verhindern, dass noch mehrere durch diese Barriere durchkommen, versuchen eben Vianne und alle anderen Magier und Hexer ihn zu überreden, einen Pakt mit den Dämonen zu schließen. Tja, nur leider kommt es doch ein bisschen anders als gedacht mit den Plänen, weil er verfolgt seine eigenen Pläne und er gibt eigentlich wenig darauf, was die anderen ihm sagen. Auch Vianne versucht ihn immer wieder daran zu erinnern, sagt, komm doch mal, überleg doch mal, ist doch gut, wenn wir mit denen einen Pakt schließen, es ist doch sinnvoll für beide Seiten, aber wie gesagt, er verfolgt da seinen eigenen Weg und treibt auch sein eigenes Spiel, sage ich jetzt einmal so. So, jetzt zum Inhalt. Jetzt möchte ich euch natürlich auch sagen, wie ich es gefunden habe. Also der Anfang ist recht zäh. Also sehr, sehr zäh. Man muss wirklich sich durchbeißen und durchkämpfen, weil das Buch einfach am Anfang überhaupt nicht in Schwung kommt. Es dauert und dauert und dauert. Das ist echt manchmal ein bisschen nervig gewesen, sage ich ganz ehrlich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass das vom Anfang her ein bisschen flüssiger geht, nicht schneller, aber einfach so ein bisschen mehr Elan einfach, so ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr Spaß hat am Lesen. Aber wirklich, man muss sich echt durchquälen, sage ich ganz ehrlich, bis zu den ersten 100 Seiten, bis die Handlung, bis die Story mal ein bisschen in Schwung kommt, bis mal der Funke überspringt und man denkt, wow, jetzt auf einmal geht es richtig ab im Buch. Jetzt funktioniert es. Also der Anfang ist, wie gesagt, sehr, sehr zäh, sehr hölzern. Das Buch kommt überhaupt nicht in Schwung. Erst ab Seite 100, da geht es dann langsam los. Da wird es dann langsam besser.
Da platzt der Knoten quasi dann langsam und dann funktioniert es auch. Also für mich schon ein gelungener Auftakt, aber wie gesagt, mit kleinen Schwächen halt eben, weil der Anfang halt eben so zäh war. Dann auch, dass man wieder keine Karte hat, was mich auch wieder ein bisschen stört, dass man überhaupt nicht weiß, wo das genau in der Bretagne ist. Die Autorin beschreibt es sehr schön und sehr, sehr detailreich auch, aber irgendwie brauche ich einfach eine Karte dafür. Und das wäre eigentlich ganz gut, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Ansonsten ist ihr sehr gut gelungen, diese reale und diese magische Welt gut miteinander zu vermischen. Und die Bretagne, die beschreibt sie einfach sehr, sehr schön. Weil wenn man denkt, das ist richtig schön magisch und mystisch mit Wäldern und Seen und alles. Also passt wunderbar zusammen auf jeden Fall. Hat sie sich sehr gut ausgedacht. Aber wie gesagt, es dauert halt ein bisschen, bis man reinkommt. Und ich hoffe, es wird im zweiten Band besser, dass da nicht mehr ganz so zäh losgeht. Ich kann das Buch mit gutem Gewissen, sage ich jetzt mal, mit 3,5 bis 4 Sternen bewerten, weil wie gesagt, Luft nach oben ist auf jeden Fall noch. Die Rezension zu dem Buch, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Die könnt ihr euch dann auf meiner Novelbook-Seite anschauen. Und ja, wie gesagt, ein gelungener Auftakt, aber wie gesagt, doch mit Luft nach oben. So, und dann kommen wir zum Neuzugang. Also ich hab da bei einer Leserunde mitgemacht. Also ich als E-Book hat das offiziell verloste Autor. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte es auch als Printausgabe haben. Und habe mir gedacht, ich kaufe es mal einfach. Und jetzt habe ich es gekauft. Und zwar von Benjamin Keck, Tull, Stadt der Gefallenen. Also, es geht um Eva. Die kennt man ja schon aus den Chroniken. Jetzt muss ich echt überlegen. Aus den vorherigen Büchern von ihm. Genau, so wollte ich es eigentlich sagen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, macht nichts. Chroniken von Erdios jetzt. Also aus den Chroniken von Erdios kennt man die Eva schon. Und jetzt quasi erzählt sie einem quasi also ihre Geschichte einfach, wie sie zu der Kämpferin und Kriegerin wurde, die sie ja ist in den Büchern. Und Tull ist eine Stadt, die der übelste Fleck der Erde ist, eigentlich, so wie es der Autor eigentlich beschreibt im Klappentext. Also er schreibt so, stellt euch vor, es ist ein Labyrinth an Häusern, aber ihr würdet die Häuser so ganz eng aneinander quetschen und dann wieder ein Haus dazwischen und wieder ein Haus dazwischen mit ganz engen Gassen und engen Wegen und alles verwinkelt und alles undurchschaubar alles und ist, naja, und den Gestank müsst ihr euch auch vorstellen, in Tull als der schlimmste Ort aller Zeiten. Man hat nur eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sich frei. Bin gespannt, wie das funktioniert mit diesem Freikaufen. Was muss man da machen? Wie viel Geld braucht man überhaupt, um sich freikaufen zu können? Und ist es überhaupt dann, wenn man das ganze Geld dann zusammen hat? Wie ist es dann ist man dann wirklich frei? Kann man demjenigen, mit dem er diesen Deal gemacht hat, dann auch vertrauen? Bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, es geht um zwei Diebe, um Eva und ihren besten Freund Toto, die sich eben in Tulsa so ein bisschen versuchen durchzuschlagen mit kleinen Gaunereien und so. Ja, die Herrscher Tuls sind wahnsinnige Priester, eine mordende Meute, gierige Händler und fette Ratten. Genau, also wie gesagt, finde ich sehr, sehr gespannt. Das Cover an sich ist auch sehr toll gemacht. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, um mehr über Eva zu erfahren und diesen Toto. Und wie gesagt, vor allem über ihre Geschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch schon hat oder schon gelesen hat. Ich weiß es nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, mehr über Eva zu erfahren. Die Infos zum Buch habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Und ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von den Büchern, die er bis jetzt geschrieben hat. Und ich hoffe, das wird genauso gut werden wie die anderen auch. Jo, wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, wenn ihr denkt, ja, habe ich gut gemacht, habe ich schön gemacht, wunderbar, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, wenn ihr euch schon vorher schon ein, zwei Videos angeschaut habt von mir, wenn ihr euch schon ein Bild von mir gemacht habt, ist das sehr, sehr schön. Dann könnt ihr das gerne tun. Den Link zu meinem Kanal, den findet ihr unten in der Infobox, habe ich den für euch verlinkt. Oder ganz einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken.
Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann könnt ihr euch das dann direkt angucken. Jo, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sagt Servus und Baba. Ciao!